Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder eine kleine Shop-Vorstellung, weil das mal wieder sehr viel für meinen Kanal bedeuten wird in der Zukunft, was Tutorials und so weiter angeht. Da freue ich mich schon sehr darauf und worum es genau geht, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, heute stelle ich wieder einen Shop vor. Und zwar gibt es in diesem Shop Hörner. Ja, Hörner. Manche wissen vielleicht von euch durch Instagram oder so, dass ich mich schon selber dran versucht habe, welche aus Pappmaché zu basteln. Die sind nicht schlecht geworden. Ja, könnt euch vielleicht dran erinnern. Aber ich bin ja ein sehr großer Perfektionist. Und dann nervt mich das halt so, wenn es nicht perfekt ist. Das ist bei mir schon sehr kritisch. Und ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, mir Hörner machen zu lassen. Beziehungsweise welche zu kaufen und so weiter und so fort. Und hatte jetzt die Möglichkeit, welche gesponsert zu bekommen. Und zwar, viele kennen den Shop eher unter dem Namen Strawberry Kingdom. Aus Facebook und aus davanda.com. Dieser Shop hat aber seit neuestem einen anderen Namen, und zwar Tinkercast. Deswegen heute dazu eine Produktreview zu zwei Hörnern, die ich zugeschickt bekommen habe. Dort gibt es natürlich verschiedene Arten und Formen von Hörnern und Größen. Das sind zum Beispiel die Demon Horns in Grau. Ich wollte sie halt in Grau haben, um halt einfach eine Farbe zu haben, die ich zu fast allem kombinieren kann. Natürlich hätte ich auch braun nehmen können, aber ich dachte mir halt irgendwie, ich weiß nicht, ich wollte sie einfach in Grau haben, weil ich dachte, ich kann sie dann besser wenden, dann sind sie wirklich, das ist so eine Universalfarbe und braun ist dann wieder, das könnte wieder, Und das wären dann die Small Dragon Horns auch ebenfalls in Grau, obwohl ich beides wahrscheinlich genau andersrum benutzen werde. Die werde ich wahrscheinlich für den Drachen benutzen und die werde ich wahrscheinlich für Dämonen benutzen. Sie verkaufen nicht nur die Hörner an sich, sondern auch Ketten, wie ich gerade gesehen habe und auch etwas aufwendiger Kopfschmuck und allgemein gibt es sehr viele Sachen und ich denke auch in Zukunft werden noch viele Sachen dazukommen. Und ja, das Schöne an der ganzen Sache ist, man kann individuell die Farbe wählen. Und natürlich gibt es verschiedene Modelle. Ihr seht ja Demon Horns und Dragon Horns. Und dann habe ich auch noch Geweih gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles regulär ist. Aber auf jeden Fall fertigen sie auch vieles auf Wunsch an. Und haben da verschiedene Größen von Hörnern. Kleine Hörner, etwas größere Hörner. Und da fiel mir die Wahl natürlich sehr schwer. Ich habe mich einfach für zwei simple entschieden, weil ich dachte, dass man die halt zur Not quasi in Photoshop bei Shootings, was auch immer, umfärben kann und ich die erstmal so haben wollte, um zum Beispiel auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen. Es handelt sich bei diesem Shop nicht unbedingt um eine große Firma, die dahinter steckt, sondern es sind zwei Personen, die wirklich die ganzen Hörner und so weiter und so fort, die das wirklich handfertigen. Ich finde die Hörner richtig schön, was sagt ihr dazu? Ich wollte mir schon vor einem Jahr welche holen. Da gab es die, glaube ich, noch nicht. Und jetzt diese Demon Horns sehen einfach so hammergeil aus. Und ich bin einfach total froh, weil ich jetzt total viele Tutorials machen möchte. Drei Tutorials sind schon in Planung. Ich denke, dass ich mich sogar gleich oder heute oder morgen oder wann auch immer ransetzen werde und das nächste wieder drehen werde für Halloween, was halt im Oktober rauskommen wird. Ich verlinke euch einfach alles mal in die Infobox. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin auf jeden Fall recht angetan, weil ich halt eben dadurch total viele Make-up-Tutorials machen kann, weil die sehen einfach total echt aus. Und die kann man auch so, es ist so, ach, es ist so einfach. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt so mega einfach. Es ist noch einfacher, als sich Latex-Ohren anzukleben. Und deswegen, ich habe da auf jeden Fall schon so ein paar Sachen, die ich unbedingt machen werde. Auch WoW-Tutorials und was nicht alles. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden damit. Ich finde, es sieht sogar noch besser aus, als ich gedacht habe, um ehrlich zu sein. So, könnt ihr echt mal selber schauen. Diese ganzen Details, also ich finde, es sieht einfach nur mega geil aus. Diese ganzen Riffelungen und Farben und es ist absolut nicht schwer und sieht einfach total geil aus. So, jetzt ist das Bild ein bisschen unscharf, ist egal.
Dann habe ich noch eine andere Frage an euch, weil mir gefällt mein Hintergrund absolut nicht. Habt ihr eine Idee, was ich machen könnte? Mir gefällt weder der einfarbige Hintergrund in Grau oder Weiß nicht, als mein Zimmerhintergrund. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann mir ja kein IKEA-Regal dahinstellen. Habt ihr irgendeine Idee? Ich brauche mal eure Hilfe. So, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.